Hallo, liebe Freunde, es geht weiter wieder mal. Und zwar diesmal mit der Quest Blutkelche klauen. Bei Fernando ist es so, dass ich ja seinen Truhenschlüssel erstmal stehlen müsste. Und ich habe fast den Eindruck, dass Fernando in seiner Truhe einen dieser Blutkelche, diese 6 Blutkelche, hat. So. Dann gucken wir noch mal. Das ist nämlich Fernandos Truhe. So, und? Ha! Klaue Schlüssel, öffne Truhe und finde Blutkelch-Klischee. Gut, okay. Das ist jetzt eigentlich absehbar. Steht ja auch in der Questbeschreibung. Logisch. Ja, auch das haben wir geschafft. Aber hier war doch auch eine Truhe. Aber wenn ich die jetzt... Ja, da hinten in der Ecke. Aber die sieht aus, als hätte ich die irgendwo gefunden. Ah, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob ich die geknackt habe. Okay. Erster Blutkelch. Nee, zweiter Blutkelch schon genatzt. Speichern wir mal. Es heißt da im Logbuch. Oh, eine aktuelle Mission, bitte. Unter Blutkelche die Großhändler im oberen Viertel. Jetzt habe ich nochmal geguckt, wer alles so Händler ist. Oder ich kann das eigentlich nur nochmal eben kurz erforschen, weil du siehst auch nach Großhändler aus. Cornelius, kann ich dir helfen und sonst? Mhm. Und sonst? Und sonst? Es ist seit meiner Abwesenheit einiges liegen geblieben. Ich werde Wochen benötigen, bis ich mit allem fertig bin. Warte Warum? Mal. Kann ich dir helfen? Ich komme alleine klar. Lass mich in Ruhe. Dann los mit dem. Warte mal. Kann ich dir helfen? Ich komme allein. Okay. Was jetzt mit dem los ist, weiß ich jetzt nicht. Ja, Großhändler, Großhändler. Mal gucken. Der Tuchhändler vielleicht. Du bist ja nur eine Wache. Hier haben wir noch einen. Lutero zum Beispiel, ob der Händler ist. Jedenfalls haben die so Handelsklamotten an. Ja, richtig. Zeig mir deine Ware. Boah. Na, super geil. Das heißt also, ich könnte ja nochmal... Ah ja, hier. Eingebrochen sind wir hier bei ihm ja schon. Das war also das. Haben wir ja geschafft. Muss ich denn dann nochmal rein, um eventuell einen Blutkelch zu finden? Also, ich weiß nicht. So. Bolta, Bürgerin. Ah, er hat einen Schlüssel. Oh, ich habe aber noch seine Ware nicht gesehen. Bitte, bitte, bum, bum. Oh, hier diese Hüte. Vielleicht sollte ich mir auch so ein eleganter Hut. Schutz vor Waffen. Mhm. Oh, 500 Euro. Dings Gold. Boah, teuer. So, Bolter-Schlüssel erhalten. Nachdem ich da mal ihn in die Tasche gegriffen habe. Steht jetzt hier Bolters Truhe? Nein, steht da nicht. Vielleicht ist es ja auch nur... damit ich hier reinkomme. Aha. Stopp. Wesen. Oh, da hat man eben eine Alarmmusik gehabt. Goldener Kerzenständer, goldene Schale und nochmal. Mhm. Okay. Hey, hey, Ananas. Erträglich hier. Eventuell noch oh, in der Nähe, da war nur ein goldener Ring. Im Bücherregal ist nichts. Hier ist noch ein goldener Teller. Genau, den kriegt man nur, wenn man auf den Sessel steigt. Und da haben wir Bolters Truhe. Gucken, ist jemand nach oben gekommen? Nein, keiner. Also, und ja, Klischee. Okay, dann haben wir auch das. Speichere ich mal eine Runde nochmal. Gut, dann gehen wir mal runter. Autsch! Jetzt fällt mir gerade eben ein, ganz siedend heiß, sollte ich nicht, hatte ich auch in der letzten Folge gesagt, nochmal zu Wambo gehen? Da war doch was. Vielleicht sollte ich dann auch irgendwie mal von dem ganzen, in der Schmugglerhöhle das mal berichten.
Gucken wir mal. Wir haben 18.02 Uhr, also noch 2 Gothic-Stunden, bis wir wieder uns mit Wambo treffen können. Also, das... Ja, ja. Da muss ich echt aufpassen. So, das war aber andere Stadttor. Ich beam mich mal dahin. So, bin gerade aufgestanden, hab eine Nacht... Nein, nicht eine Nacht, hab bis zum Abend in Hannas Hotel geschlafen. Wenn wir schon mal gleich hier sind, werden wir doch noch mal unten den anderen Dieben mal auf den Zahn fühlen, ob da irgendwie noch weitere Gesprächsoptionen sind. Okay, die richtige Rüstung habe ich an. So, Mikey. Hey, du. Nichts zu sagen. So, der andere, der Nagur, der war ja wohl hier drüben. Ne, stopp, das war links rum. Da ist er. So. Auch nichts. Okay, dann haben die nichts zu sagen. Dann geht's, würde ich mal sagen, jetzt zu Wambo hoch. Stopp, da ist ja der Ringaro. Vielleicht hat der was Neues. Ah ja, okay, geschickter werden. Apropos, Geschick habe ich 179, 16 Lernpunkte, nö. Die werde ich garantiert für was Besseres aufsammeln, aufsparen. Ja. So, jetzt haben wir ja Abend. Jetzt gucken wir mal, ob der Wambo schon in der Höhle ist oder ob ich wieder der Erste bin. Machen wir mal hier die Fackel an. Besser ist das. Okay, jetzt sind wir ein bisschen gemütlich drauf heute. Kann ja sein, dass er schon da ist, weil ich noch mal kurz im Verlies war. Im Verlies. In der Kläranlage. Ja, da, hier, zeitgleich. Das ist ja cool. Zeitgleich sind wir angekommen. Schön. Okay, weil hier schon beleuchtet ist, können wir unsere Beleuchtung hier ausmachen. Für den König. Jo. Was machst du hier? Das kennen wir. Nago hat mich zu den Schmugglern geschickt. Ich soll die Blutkelche stehlen. Wie ist die Lage? Okay. Machen wir das mal so. Nago hat mich zu den Schmugglern geschickt. Gut. Dann erfahren wir noch mehr über die Bande. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich soll die Blutkelche stehlen. Das ist unangenehm. Muss das denn sein? Leider ja. Aber das könnte eine Chance sein, an die Hintermänner der Gilde zu kommen. Mit Speck fängt man nun mal Mäuse. Du willst also die Blutkelche wirklich stehlen, ja? Ja. Ansonsten werden wir der Diebesgilde nicht das Handwerk legen können. Und was passiert, wenn die Kelche von dem Hehler der Bande verkauft werden und wir nicht mehr an sie rankommen? Dann werden viele Bürger sehr aufgebracht sein. Das Risiko müssen wir eingehen. Aber dann übernimmst du die Verantwortung. Ich will damit nichts zu tun haben. Von mir aus. Okay. Wie ist die Lage? Gut, zur Zeit... Okay, das ist noch dieser Flavor, die Flavor-Antwort. Ja, herrlich. So, jetzt muss ich mal selber mal gucken, wie das hieß. Nö. Dann lieber nicht. Also, ich habe das jetzt nicht herausgefunden, wo das ist. Ob da Wambos Konversation mit aufgezeichnet wird. Vielleicht wurde das auch eben eingeblendet, aber ich gucke mal. Guck das nie. Nie so richtig hin. Also, ich habe da nie so richtig drauf geachtet. Ja, Blutkelche noch weiter klauen. Jetzt weiß ja der, wie heißt denn der jetzt nochmal? Der Wambi, der Wambo. Der weiß das jetzt, dass ich das machen muss, dass das jetzt auch die Strategie ist. Jetzt bin ich mir aber wirklich noch nicht ganz im Klaren, was ich jetzt noch machen müsste. Stopp hier durch. Wenn... Glaubst du wirklich? Noch, wie viel sind noch übrig? Drei Blutkelche wären noch übrig. Guck ich jetzt noch mal eben in Inventar. Schwupps, da sind sie. Also drei fehlen noch. Bloß, wer hat die alle? Ich fang mal wieder von hinten an.
Roboter. Weil ich war ja hier bei dem, Moment mal, das ist ja hier Lotheros Haus. Oder? Lothar, Lothero? Ach, Namen. Ich und Namen. So, jetzt sind die hier alle weg. Und nu? Schlafen die alle? Also hier habe ich ja schon geklaut. Aber vielleicht gibt es hier noch was. Was sind das? Ich dachte, das sind Uhren. Nee. Schon geleert. So, jetzt gucken wir mal hier. Salandril. Der pennt auch noch. Da oben haben wir auch schon alles geklaut, nachdem ich hier sein... Ach nee, Moment. Habe ich die schon geöffnet gehabt? Muss ja. Nee. Ups. Okay. Stimmt ja. Ich war einmal oben. Dann wollte ich ja hier die Truhe auch noch an die Truhe ran, aber... Da stand ja dieser Salandril davor. Jagd und Beute. Okay. Das ist für mich alles Jägerlatein. Ja, vielleicht sollte ich vielleicht mal ein bisschen schlafen, damit die Leute auch wieder aus der Koje erwachen. Wo schlafen wir denn mal am besten? Hier in der Nähe hin. Lass mal gucken, das ist ein Bürger. Mhm. Hey, wie sieht's aus? Gut, es gibt zwar einige bei uns, die Angst haben, dass die Orks zurückkommen werden, aber mich kümmert das nicht. Jetzt wird erstmal gefeiert. Gute Einstellung, Herr Bürger. Gute Einstellung. Ach ja. Hier an diese Tür komme ich auch nicht ran. Wie doch? Wie? Das heißt, ich muss irgendwie wieder einen Schlüssel bekommen haben. Das ist ja jetzt aber wirklich cool. Manchmal hat man Schlüssel irgendwie gestohlen und weiß gar nicht, für welche Tür. Wobei ich mir denke, dass das auch hier das kleine Gemach sein könnte von dem Wächter hier drüben, der gegenüber sitzt. Naja, okay. Was gibt's hier neu? Banane, Käse, Apfel, Schinken, Fisch, Brot, Honig, Wurst, Milch. Und da unten drunter kommt wahrscheinlich keiner ran. Das sind nur Flavor-Geschichten. Ich gehe mal in die Knie. Nein, in die Knie sollst du gehen. Nee. Okay. Dann wird das bestimmt nur Flavor. Dekoration in Form von wilden Flaschen sein. Jetzt bin ich gespannt. Alter, hier gibt es ja noch mehr. Das ist ja noch ein richtig kleines Kabüffle. Okay. Hier. Vielleicht hier irgendwie ein Schalter. Man muss ja immer alles Verdächtige mal erstmal ausprobieren. Ist auch nichts. Bist du ein verdächtiger Schalter? Oh, stopp, da steht einer. Ho, 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 da steht einer. Booze. Ach, das ist das. Das ist das Haus von Booze. Hey. Wusste ich gar nicht. Ja, bei Booze ist nichts zu tun. Okay, interessiert das auch gar nicht, dass ich hier drin bin. Apfelkompott, lecker. Genau, Bier. Noch mehr? Nö. Ja, den interessiert das nicht, was ich ihm da... Oh, gesammelte Erfahrung wieder. Schön. Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir die gesammelten Erfahrungen jetzt mal gleich... Hier geht's noch durch eine Tür durch, richtig? Oh, das ist aber ein richtig schönes Plätzchen hier und so lauschig. Ich mag sowas. Und noch ein Schrank. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Interessant. Wie habe ich das gemacht? Und zwar mit dem Loot, mit der Loot-Option, mit der Schnell-Loot-Option. Obwohl, ich habe ja Dietriche. Jetzt bin ich gespannt, wie wir das hinkriegen. Ich mach's mal. Ich glaube, die haben ganz lange Kombinationen. Dann mache ich da wieder einen Schnellschnitt von. Also so. Brrr. Gut. Silberkette, Silberteller. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Hä? Ich hab das Ding doch jetzt geknackt. Ich hab das Ding geknackt, jetzt hab ich es wieder zugemacht, hab aber nichts genommen. Und jetzt muss ich es nochmal machen? Okay. Aber ich hab ja aufgeschrieben. Nee. Moment.
Hat sich die Kombination geändert? Was ist denn jetzt los? Okay. Ach so. Die untere Schublade auch noch. Das war halt eben irrtümlich. Mensch, da unten kann man auch noch knacken. Das ist ja klasse, ist das. Okay, jetzt holen wir das Zeug mal raus. Haben wir jetzt. So, und hier... Ah, okay. Dann ist es gut. Jetzt möchte ich aber wieder an den oberen ran, weil da habe ich... Ah, da oben ist es. Okay, dann haben wir es da. Dann können wir die ganzen Sachen auch... Nee, das lässt sich da nicht mit dem Quick-Loot rausholen. Okay, muss ich das so machen. Ah, man kann nicht alles haben. Gut, speichern. Und das Buch Gesammelte Erfahrungen lesen. Oh, mal gucken, wo das ist. Ah, das ist gar nicht so weit weg. Erfahrung plus 100. Verstehe. Schön. Perfekt. Ja. Und so wie es aussieht, ist hier noch ein Kleiderschrank. Also, schön. Einfach nur köstlich. Genau wie das Brot und diese Käsesuppe. Passt übrigens. Okay, auch nochmal knacken. Ups, bin ich an eine Maus gekommen? Machen wir das mal. Ah ja, wegen der Kamera. Am Sessel. So. Ein Lederbeutel. Perfekt. Und was haben wir noch? Bürgerkleidung. Nehmen wir doch mit. Schön. So, ist das hier eventuell eine Geheimgeschichte? Nein. Der Sessel, an dem man sich hätte hinsetzen können. So, bist du hier irgendwas? Nein. Okay. Hehe, schön. Ja, dann haben wir hier die kleine Kammer. Oh, hier geht's nochmal hoch. Nee, das. Das war ja Buß sein Raum. Ja. Dann haben wir also Buß seine Bude abgeräumt. Herrlich. Ja, okay. Machen wir mal hier wieder weiter. Nee, ich wollte ja eigentlich eine Runde pennen. Shit. Hab ich ja völlig vergessen, das zu machen. Aber wenn wir schon gleich hier sind und Booster immer noch rumsteht, dann können wir ja sein Bett verwenden. Menno. Nee, jetzt schläft er ja selber. So ist es. Weggegangen, Platz vergangen. Was wolltest du denn sagen? Ach, er wollte was sagen. Nein! Okay. Hätte ich mehr denken können. Wir sind noch... Hier ist Wambo dabei. Okay. Nicht hier. Das weiß ich. Da darf ich nicht drauf ansprechen. Okay, gehen wir mal wieder hier durch. Vielleicht finden wir diejenigen, die wir brauchen, noch hier. Da habe ich mich noch einen gesehen. Halt, ich gehe ja schon. Ja, schon wieder, richtig. Ja, wenn die nämlich alle nicht draußen stehen, dann weiß ich nicht, ob die oben schlafen. Vielleicht gibt es ja noch jemanden, der... So, Salandril wird wahrscheinlich auch schlafen. Er hatte ja ein Doppelbett. Ah ne, er steht ja schon gerade da. Verdammt, was ist los? Ich will hier bei dir pennen. Werde ich aus. So sieht das nämlich aus. Rups, ist er weg. Zip. Salandrils Bude. Haben wir ausgeräumt? Ist hier ein Schalter? Nee, das sah so aus. Salandrils Truhe. Genau, die hätten wir auch. Mal zur Sicherheit nachgucken. Ist natürlich ausgeräumt. Seine Truhe ist ja woanders. Jetzt gucken wir uns mal draußen nochmal um. Nach Händlern. So, da ist was. Hier ist ein Bürger. Hey, du. Ich versteckt ja... Nee, das ist ja der, den wir auf der Bank angesprochen haben, oder? Ja, das wird er wohl sein. Lutero. Zeig mir deine Ware. Haben wir ja beklaut. Aber hier hat er auch keinen Nope. Schlüssel oder so. Oder auch keine Option, dass er einen bei sich trug. Ist alles weggeklaut.
um mir. Ja, wer könnte denn jetzt noch... Wer könnte denn jetzt noch wichtig sein? Schauen wir mal. Arbeiter. Stadtwache. Ja, auf der Suche nach Blutkelchen. Der Richter. Na? Es wäre schwierig sein. Aha. Okay, Truhenschlüssel des Richters erhalten. Wobei jetzt mal gucken müssen, ist denn die Truhe hier bei ihm in der Nähe? Oder... Ups. Ich wollte mal hinter das Bett gucken, weil das so etwas mehr von der Wand absteht. So, hallo Bürgerin. Aha. Das ist die richterliche Behausung. Und so wie ich das hier sehe, sehe ich keine Truhe. Oder ich habe mich oben irgendwie mich vertan. Ich speichere mal. Also, dann werde ich hier mal gucken, ob wir irgendwelche Items finden, die sich hier irgendwie bewegen lassen, damit irgendwas aufgeht. Weil das muss ja nicht unbedingt immer hier... Nö, ist noch nichts. Ah, dann muss oben irgendwas sein. Gucken, hier dieser Kopf da. Nee. So. Ja, da komme ich nicht hin. Beim Sessel. Hier, das Vieh. Okay, schauen wir mal. Gespeichert habe ich hier unten. So, irgendwas hat sich verschoben, aber was hat sich verschoben? Was an den Betten oder so? Muss aufpassen, dass ich ihn nicht... Warum steht das Bett denn eigentlich weiter weg? An der Wand, nee, da ist nichts. Was soll das denn werden? Warum schleichst du hier rum? Entschuldigung. Okay, er hat nicht mitgekriegt, dass ich da auf den Knopf gedrückt habe. Das wäre ja genauso gut wie eine Diebstahlsfunktion. Ergo, es müsste hier unten sich was getan haben. Hä? Ich scheine wohl blind zu sein. Nee, hier. Truhe des Richters. Wow. Und auch hier wieder ein Blutkelch. Perfekt, so muss das sein. Okay, die Musik ist leider wieder aus. Okay, dann haben wir das auch geschafft. Okay, die Musik habe ich eben wieder kurz aus- und angemacht. Hier im Oberviertel wird wohl nicht so gerne Musik gehört. Und deswegen kommt die auch nicht so oft. Aber egal, das ist Nebensache. Hier waren wir ja schon drin. Eckart, hey. Wer bist du denn? Ein NPC... Der Stadtwache mit Namen. So, wir brauchen nur noch zwei. Also, zwei Blutkelche. Ach, wir warten hier alles nochmal. Larius. Tortenguss. Erdnuss. Okay, haben wir auch schon. Da frage ich mich, wessen Behausung das jetzt hier ist. Ach ja. Der scheint draußen rumzustrolchen. Ja, okay, das kennen wir ja hier durch die Verschiebung des Schrankes. Okay. Dann gucke ich mal weiter nach den anderen Leuten und dann melde ich mich wieder. Schauen wir mal hier in das Gebäude rein. Da ging es ja auch noch irgendwo hoch. Und da müsste auch eine Truhe sein. Da ist eine Truhe. Larius Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Genau, richtig. Jetzt gilt es nur noch Larius zu finden. Entweder bist du hier in deinen Gemächern oder bist woanders. Ja, da haben wir. Nee, das ist Cornelius. Cornelius hat ja nichts. Mit dem haben wir ja schon gequatscht.
Hochkommode, da ist er. Da ist Larius. Ups. Kameramann hat wieder ein... zu viel. Ja. Den Schlüssel haben wir. Dann geht's wieder runter. Ja, das war jetzt zu weit. So. Blutkelch Number 5. Auch den haben wir jetzt genutzt. Ach, das ist so schade, dass die Musik jetzt nicht tut. Stopp, ich muss immer auf diesen Tisch achten, weil die Treppe sich immer hinter diesem Tisch verbirgt. Ja, genau. Okay, auch hier haben wir. Jetzt müssen wir noch den sechsten Blutkelch finden. Ja, also hier gibt es keine mehr. Ich habe alles akribisch abgesucht. Im Oberviertel gibt es keinen weiteren Händler, den man beklauen kann oder der einen Schlüssel hat. Mist. Moment. In Lemas Haus, der ist doch so gut ausgestattet. Ja, natürlich, der hat ja auch ein Himmelbettchen. Da hätte ich mal geschrieben, alle Leute, die... Lemas Truhe, alle Leute, die ein Himmelbett haben, haben auch Blutkelche. Okay, aber hier haben wir wieder eine Schlüsselstehloption. Okay, haben wir erhalten. So, da jetzt rangehen wäre Quatsch. Ergo, ich mach mal Folgendes. Ich werde mal in sein Bettchen gehen und mal bis Mitternacht schlafen. Dann heißt es raus aus meinem Bett, oder? Nee, er steht da. Er würde ganz gerne mal. Aber sie geht ja schon mal schlafen. So, ich werde mich hier so ein bisschen verpinkeln. Und mal gucken, ob eventuell... Yeah. Nee, der sitzt da noch. Ah, okay. Nee, das wird nix. Ja, der steht schon. Was soll das denn werden? Warum schleichst du hier rum? Oh, Lima, tut mir leid. Pass auf, ich mach's anders. So, zu mir in die Augen gucken, Hypnose machen, einschlafen, Truhe knacken und den letzten Blutkelch finden. Sehr schön. Ja, dann werde ich mich mal rasch noch für diese Folge rüberbeamen zu Wayne. Na, hockt er wieder ums Lagerfeuer rum und habt wieder nichts zu tun? Kann ich euren Drecksjob immer machen? Naja, gut, okay, habe ich gerne gemacht. Wegen der Blutkelche. Yes. Ich habe alle 6 Kelche zusammen. Gute Arbeit. Das wird dem Boss gefallen. Ich bin mir sicher, dass du ihn bald kennenlernen wirst. Das ist gut. Wann wird das sein? Ich weiß nicht. Nagur wird es dir irgendwann mitteilen. Hast du sonst noch was zu tun für mich? Nein. Du kannst jetzt Nago mitteilen, dass alles erledigt ist. Wunderbar. Und für diese Folge ist jetzt auch alles erledigt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut und ich wünsche euch gute Tage. Tschüss.